Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns hier im Mortuary Assistant und hier befinden wir uns auch vor der nächsten Leiche. Und zwar vor dem guten Denshu. Und ja, der wird jetzt mitgenommen und ab auf unseren Tisch. So. Ich habe den Hammer jetzt da vorne hingelegt, also bei seinem rechten großen C liegt er ungefähr. Denn ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Hammer machen soll. Den haben wir beim letzten Mal noch mitgenommen oder noch aufgesammelt. Gut, hier ist alles frisch. Und hier habe ich jetzt den Hammer dabei hingelegt, denn wir brauchen ja den Slot für die großen Gegenstände. Hier ist alles frisch. Hier ist kein seltsames Viech. Hier auch nicht. Da auch nicht. Okay. Let's go. Also, er ist der Nächste. Wir haben ja jetzt hier den Schlüssel für den Keller. Aber ich habe mich ja dazu entschieden, erst nächste Woche wieder in den Keller zu gehen und mit der guten Valerie zu spielen. Deswegen, Denshu. Du bist dran. Okay. Da war scheinbar noch ein bisschen Luft in seinen Lungen. Alles klar, voll normal. Das hatte ich auch noch nie. Was auch immer das jetzt war. Wir sagen jetzt einfach mal, das war ein Flirtversuch. Ja, damit fühle ich mich jetzt besser, als wenn ich mir denke, dass da irgendwie ein Dämon aus ihm gesprochen hat. Das würde mir jetzt nicht so gefallen. Also er hat leichte Kratzer an den Pulsadern. Wo denn auch sonst? So. Ganz zufällig an den Pulsadern, aber... hat bestimmt nichts zu bedeuten. Also Denshu? Gut, vielleicht wurdest du wegen deinem Nachnamen gemobbt, weil der... klingt wie ein Wort, das ich jetzt hier nicht aussprechen möchte. Aber ihr könnt es ja jetzt hier lesen. Er ist 25. Oh, das ist kein Alter zum Sterben. Aber wenn wir jetzt so 80, 86 zum Beispiel, wie die andere Schabracke ist, hier aus dem, aus vorgestern, also sprich die erste Leiche, dann okay. Mit 86, wenn ich da dahin röchle, finde ich es in Ordnung. Na, da, das ist für mich zum Beispiel, also jetzt für mich persönlich, wenn ich jetzt sterben sollte, wäre das für mich ein normales oder ein angenehmes Alter. Gut, das sieht natürlich jeder anders, gerade wenn man Enkel oder sowas hat oder Kinder oder sowas, denkt man da wahrscheinlich anders drüber. Ja, da bin ich bestimmt 100 oder so, keine Ahnung. Aber 25, das ist kein schöner Alter. Sag mal, haben wir es dann bald? Nicht, dass der mir jetzt hier irgendwie was beschwört. Okay, okay. Ich. Ich habe nichts gesehen. Okay, beruhig dich, gell? Weiß man gar nicht. Habe ich jetzt schon den Eintrag genommen? Ich glaube schon. Warum redet der die ganze Zeit so mit mir? Ich weiß ja noch nicht mal, was er sagt. Heißt das so viel wie, hey? Hier könnte ein Dämon in diesem Körper sein? Dass das mit diesem Bewegen gemeint ist? Ganz ehrlich, wenn du jetzt nochmal anfängst zu reden, ich nähe dir jetzt gleich deinen Mund zu. Mit jetzt gleich meine ich genau jetzt. Ich habe keine Lust, dass der mich nochmal blöd von der Seite anquatscht. Na, ich dachte mir, gut, jetzt hier extra einen Job mit Leichen gesucht, damit hier ich alleine bin. Nein, jetzt werde ich von Leichen blöd angemacht. Ganz ehrlich, ich kann ja nichts dafür, dass meine so aussieht, wie sie aussieht. Aber man möchte halt auch mal normal leben, arbeiten können. Wahnsinn. So, jetzt kriegt er erstmal hier noch schnell seine zwei Piercings. Nee, jawohl. There we go. Oh, wenn du jetzt nochmal mit mir redest, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also bitte Klappe halten, danke. Oh. Becca, come here. Come here now. Nein? Nö, 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 nö. Hallo? Oh, das hatten wir schon mal. Geh rüber zu Oma. Mom. Mom? Dachte, ich bin Rebecca und das ist mein Daddy. Kann ich hier nicht gehen? Nein, offensichtlich nicht. Okay, hallo. You stupid bitch. So, meine Mutter ist auch tot. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here.
Achso, stimmt, mein Vater ist ja verreckt und sie hat dann Selbstmord begangen oder was? Überdosis, hallo? Oh. Okay, das ist ein böses Viech. An das Viech habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Was passiert jetzt hier? Weg. Wieso habe ich jetzt schon wieder No gesagt? Geht hier ab? Geht ab? Was geht ab? Okay. Okay. Aber ein altes Event, das wir schon länger nicht mehr hatten. So, also, den Mund haben wir zugenäht, jetzt fehlen noch die Augen. I already have one of those. Entschuldigung. Vielleicht noch ein bisschen unfreundlicher sagen. Stimmt, da war ich ja gerade dabei und das konnte ich ja nicht mehr machen, weil ja dann war ich dann zu ihm. So, munter Bärchen, hat mich gefreut. Mhm, das ist alles noch fresh. So, dann dürfen wir ihn jetzt gleich erstmal ausprobieren. So, das Formaldehyd. Und hier dann noch das Methanol. Und hier das Glutadehyd. Jawohl. Hier ist alles fresh. Hier ist kein seltsames Viech. Da auch nicht. Da oben nicht. Ey, doch nicht. So, Wunderbärchen. Kollegin wird es gleich viel besser gehen, wenn sie erklärt wurden. Ich schneide dir nur den Bauch auf, wenn das in Ordnung ist, gell? Gut. So, das hätten wir alles. Machen wir wieder den ersten Schnitt. Wunderbar, das sieht sehr schön aus, würde ich mal so spontan als Laie behaupten. Klemme, Schläuche. Sehr schön. Dann hole ich mir jetzt erstmal hier noch einen Schnipsel, denn ich würde gerne nochmal gern noch mal ein bisschen hier rumdackeln. Dann machen wir die Maschine an. Oh, du mieses Viech. Oh, das war ein bisschen nah. Es ist so schon ein kreisiges Viech, aber wenn es so nah ist, möchte ich erst recht nicht, dass es da ist. Oh. Ja, ich weiß, ein bisschen laut. Wir gehen schon wieder. Aha. Perfekt, ein L. Ein Pünktchen L. L mit Pünktchen. Mathe. Wo war das Pünktchen? Rechts oben. Okay, L mit Pünktchen. Okay, wir haben drei Buchstaben. L mit Pünktchen, Sanji-Braue und ein seltsames Haar. So, ich denke, er dürfte jetzt ausgemittelt sein. Und da bin ich das Viech hier. Alter, wie nah der war. Ich will nicht, dass er so nahe kommt. Das Viech, das ist so gruselig. Und ich habe keine Ahnung, was es mit dem Viech auf sich hat. So, Wunderbärchen, sehr schön. Jetzt dürfen wir, glaube ich, ihren Bauch füllen, wenn mich nicht alles täuscht, Monsieur. Haben Sie irgendwelche Vorlieben? Ich nehme jetzt einfach hier den Flexbag und ich nehme einfach hier das Cavity Flute. Ist das in Ordnung? Ja, wunderbar. Beide Einwände finde ich super. So. Und jetzt bitte lasst dir nichts auf den Bauch tropfen. Seht ihr da ein Gesicht? Wenn mir jetzt mal so die Nippel anschaut, das sind die Augen. Der Bauchnabel ist eine Nase. Und das... offen ist der Mund. Und es sieht aus, als ob er so ein Lolli oder sowas im Mund hätte. Als sehe ich da immer ein Gesicht. Ich sehe in sehr vielen Gesichtern. Wird gefühlt immer angestarrt. So, Wunderbärchen. Ohne Tropfen. Die Decke ist noch heile. Hier ist sonst... Ja, was bist... Was macht die da? Ich hoffe, dieses Blur ist jetzt wegen ihr da. Ja, als ob sie jetzt da unten rauskrabbeln wollte. Ganz ehrlich, das hier sind keine so krassen Jumpscares. Die kriegst du ja auch oft nicht mit. Aber wenn du sie mitbekommst, hast du einfach so, die stellst deine Nackenhaare auf. Du stellst einfach nur deine Nackenhaare auf und du traust dich hier nicht mehr, dich zu bewegen. Das ist so schlimm. So, jetzt muss ich... Oh nein, ich muss ins Badezimmer, ich muss reinigen. Wehe, ich ertränke jetzt im Badezimmer. Oder welchen? Stimmt, da fehlt ja, glaube ich, erst noch der Anruf, damit ich ertrinken kann. Alles fresh, da oben ist auch nichts. Hinter der Tür ist nichts. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn hinter der Tür was gewesen wäre. Hätte so gefeiert. Wenn wir das Herz in die Hose gerutscht haben, ich hätte es gefeiert. So, und bevor wir ihn jetzt abschließen, schaue ich in den Rechner und wir schauen mal, was wir haben. Ah, ich brauche vielleicht erstmal den Code. Nee. Hier. 5-0. Ja, noch länger. 502-524. 502-524. Okay, das kann ich mir sogar vielleicht... Nein.
merken. 5. Nein, ich hab's vergessen. 502524. 502524. 502524. Perfekt. Also, dann schauen wir mal. Wir haben ein Haar, Sanji-Braue und ein L mit Pünktchen. Simulation. Was haben wir da? Das hier ist die Sanji-Braue, das hier ist das L und das hier ist das H. Nee, doch. Es könnte Belmet sein. Dann bräuchten wir noch ein G. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Hier unten das coole G. Dann das L rechts. Das H mit Strich und die Sanji-Braue. Okay, hier haben wir das H, aber sonst nichts. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir gar nichts. Oder Bärchen. Dann haben wir Belmet. Wir hatten viele hier noch nicht, deswegen bin ich mal gespannt, was die so drauf haben. Hier haben wir die Sanji-Braue, das H und das L. Wir brauchen noch einen Buchstaben. Das könnte nämlich auch ein T sein. Wir brauchen noch einen Buchstaben. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal nicht weiter forschen. Noch alles gut. Der Hammer liegt da. Pass bloß auf, was auch immer hier ist. Ich hau dir mit dem Hammer auf die Finger. Okay. So, dann glaube ich, müssen wir jetzt sein Gesicht abrubbeln. Wo sind meine Pads da? Gut. Kollege. Ja, hier. Er grinst sogar. Er sieht voll freundlich aus. Und das nur, weil ich so schön Gesicht abrubbeln kann. Oh, Wunderbärchen, da freut er sich. So. Mach hier schon mal auf. Und ich werde jetzt schon mal mit dem... Ja, wobei. Bei der dritten Leiche laufe ich nochmal rum und schaue nach dem letzten Buchstaben. So, Kollege. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Asozial war es auf jeden Fall. Da stimme ich hinzu. Der Kollege hat mit mir geredet. Das bleibt im Hinterkopf. Das bleibt im Gedächtnis. So. Aber erstmal Ciao, Kakao. Weiter geht's mit der guten Sierra Cody. Sierra Cody seht ihr dann jedoch im nächsten Video, Ladies and Gentlemen. Und alter Vater, was war das heute? Es waren asoziale Jumpscares, asoziale Events. Einfach nur asozial. Und ich würde sagen, da wir jetzt erst bei 12 Minuten sind, ihr wollt ja auch ein wenig längere Videos. Schauen wir mal, ob wir eine Sicherung finden, wollte ich gerade sagen. Ich habe dich doch gerade eben erst da reingefahren. Übertreib's nicht, Kollege. Ach ja, warte mal. Was sagt mein Zettelchen hier? Okay. Genau. Ist hier nicht irgendwo... Was zum... Was war das? Hä? Hallo? Hallo, ist hier was? Ich sehe nichts, draußen ist nichts. Ich habe eine dicke... What? Ja, weiß ich nicht. Mit wem redest du? Hier ist auch alles klar. Okay, dieses Dunkle um mich herum, das fand ich jetzt irgendwie seltsam. Gab es hier bei ihm nicht irgendwo eine Sicherung? Oder war die hier vorne? Ja, da können wir unten zumindest mal eine Sicherung reinklatschen. Nee. Nee. Ja. Dann machen wir das jetzt noch im Keller. Wir packen eine Sicherung rein, schauen da nochmal rein. Dann habt ihr zumindest eine etwas längere Folge. Ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Ich glaube, der Patient, dem geht's noch nicht gut. Kollege? Hallo? Hallo? Was meint ihr? Haben wir unseren Dämon gefunden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie... Ich nehme gleich den Hammer und nagel es zu. Ich habe nur leider keine Nägel. Vielleicht finde ich welche im Keller. Okay, so gesehen war es ganz gut, dass wir jetzt noch nicht für die gemacht haben. Okay. So, Sicherung. Achso, deswegen der Hammer. Warte, mache ich da jetzt nicht die Sicherung rein. Jetzt habe ich... So, die Sicherung behalte ich jetzt einfach. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's dann jetzt an dieser Stelle für heute. Im nächsten Video können wir dann nochmal da unten das öffnen, die Sicherung reinklatschen. Aber nicht mit der guten Battle Reader, wie auch immer sie heißt, reden. Wir haben unseren Dämon gefunden, und zwar hier den guten Benchu.
Ich bin ganz froh, dass die Lady zumindest kein Dämon ist. Deswegen freue ich mich schon darauf, sie beim nächsten Mal auseinanderzunehmen. Und das hat sich gerade sehr seltsam angehört beim Sagen. Deswegen sagen wir, sie zu untersuchen. Macht sich besser. Ladies and Gentlemen, freut euch auf die nächste Folge. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.